Also mit großem Stolz muss ich sagen, dass La Vimea das erste vegane Hotel im Vier-Sterne-Bereich Italiens ist. 100% vegan, das heißt nicht nur kulinarisch gesehen, auch rundherum. Das ganze Konzept ist vegan, also es werden keine Tierprodukte verwendet. Am Anfang waren Zweifel da, dass das Konzept funktioniert, aber die waren da, weil wir einfach realistisch gedacht haben, dass zu wenig Leute kommen, dass die Stammgäste verschwinden, was auch passiert ist. Aber das hat uns nicht aufgehalten, weil es war sehr viel Enthusiasmus da und sehr große Lust, einfach was zu verändern. Ja. Am Anfang waren wir die Verrückten, das muss ich schon wirklich sagen. Ja, am Anfang waren wir das. Und jetzt sind wir die Besonderen. Alle Zimmer sind aus Massivholz und Mondholz. Internet ist ausgeschaltet von Mitternacht bis 6 Uhr in der Früh, um besseren Schlaf zu ermöglichen, weil das Wohlbefinden von den Menschen ist, das Wohlbefinden von der Umwelt ist klar. Wir haben sehr gute Biobauern in der Gegend auch, aber auch kleine Realitäten, die vielleicht nicht biozertifiziert sein können, aber wir haben Vertrauen in ihre Arbeit, weil wir haben sie gesehen. Also die Zertifizierung ist nicht immer 100% für uns maßgebend. Solitamente con le verdure si è abituati a pensare che una verdura può essere bollita, grigliata, arrostita o poco più, mentre invece in realtà c'è tutta una gamma di possibilità dietro. Ci vuole curiosità, ci vuole studio, ci vuole interesse e poi si può fare un mondo di preparazioni e c'è un mondo da scoprire. Per me il prodotto vegetale, diciamo le verdure, è il mio ingrediente principale. E mi piace sentirmi parte di una catena, per cui non semplicemente essere in cucina, ricevere una merce e trasformarla, ma sapere che faccio parte di un processo che parte da un contadino, da un'altra persona che ha piantato un seme, ha cresciuto una pianta, l'ha curata e poi arriva a noi e siamo poi noi cuochi a trasformarla, per cui è tutta una catena di trasformazione. La Vimea bietet am Abend ein Gourmet-Menü, fünfgängig. Und die Küche, also 8 Personen in der Küche, arbeiten den ganzen Tag an diesem Menü. Wir haben keine anderen Optionen, aber es werden auch nie andere Optionen verlangt. Und das ermöglicht uns auch, gut zu kalkulieren. Und am Abend haben wir wirklich Zero Waste in der Küche. Ich glaube, das ist eine Art Statement für uns. Wir sind da, glauben in dem, was wir machen. Wir stehen dahinter und wir denken und sind wirklich überzeugt, für die Zukunft zu arbeiten. Für die neuen Generationen. Wir haben sehr viele junge Gäste im Haus. Und das gibt uns Hoffnung. Das ist die Zukunft. Also ich möchte, dass das wirklich Leute inspiriert, so weiterzumachen. Und man soll viel mehr überlegen und nie aufgeben.